Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute aus der Kirche in Niederwambach mit dem Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Mit Generationen vor uns beten wir mit den Psalmen. Psalm 119. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Mit unseren eigenen, mit heutigen Worten beten wir: Gott, du gibst uns deine Weisungen einzig und allein, damit wir einen Halt haben und weil du uns helfen willst, gut zu leben. Und immer, wenn wir abweichen, dich und deine Liebe vergessen, dann geht etwas schief. Stärke unser Vertrauen in dich. Lass uns bei dir nach der Wahrheit suchen und lass uns erkennen, wenn Menschen, auch Kirchen, deine Worte verdrehen oder missverstehen. Erbarm dich unser. Amen. Ich lese aus Jesaja, aus dem 55. Kapitel, die Verse 6 bis 12. Gottes wunderbarer Weg. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium im 8. Kapitel, die Verse 4 folgende. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er:
Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Liebe Gemeinde, Sie kennen das Gleichnis, das Jesus hier erzählt. Womöglich haben Sie es schon in der Grundschule besprochen und sogar gemalt. Blatt aufgeteilt in vier Felder, Weg, Fels, Dornen und gutes Land. Darauf fallen die Samenkörner und je nachdem werden sie wachsen oder vergehen. Jesus erklärt auch, was das bedeutet. Der Same ist Gottes Wort. Es wird nur wirken, wenn es auf guten Boden fällt, in einen Menschen, der bereit ist, es anzunehmen und im Leben daran festzuhalten. Was auf den Weg fällt, ist gleich weg. Was auf den Fels fällt, fasst keine Wurzeln und ist ein Strohfeuer, schnell vergangen, ohne Tiefe. Was unter die Dornen fällt, geht nicht auf, bringt keine Frucht, weil es unter anderen Meinungen erstickt, von alltäglichen Sorgen erdrückt und überlagert wird. Oft wird das Gleichnis so gedeutet, als gäbe es eben nur diese vier Alternativen. Menschen, die den Glauben gar nicht erst annehmen, sich nur für kurze Zeit begeistern lassen. Menschen, die sich für den Glauben interessieren, deren Umgebung und Lebensumstände sie aber schnell wieder davon abbringen. Oder eben Menschen, die Gottes Wort annehmen. So einfach ist es aber nicht. Ein Mensch kann verschiedene Felder durchschreiten im Laufe seines Lebens. Es gibt Zeiten im Leben, da kann das Wort Gottes gepredigt werden, mit den besten Predigern, von den besten Lehrern, von den liebsten Großmüttern. Und trotzdem kommt es nicht an. Findet zu der Zeit keinen guten Boden, keine Aufnahme. Nun ist aber mal gesät worden. Und vielleicht ist nicht alles weggefressen worden, verweht oder erstickt. Vielleicht überleben Samenkörner. Und es kommt eine Zeit, in der derselbe Mensch, der das Wort anfangs nicht annehmen konnte, zu Gott findet. Vielleicht, weil Gott es so will. Umgekehrt kommt es beim charismatischen Lehrer oder Missionar manchmal zu einem Begeisterungssturm, der aber nicht lange vorhält. Es kommt eine Zeit, in der man vom Glauben dieses Menschen rein gar nichts mehr spürt, er selbst eingeschlossen. Er wendet sich anderen Dingen zu, von denen er dann genauso begeistert ist, das nächste Strohfeuer halt. Erst viel später meldet sich unter Umständen, durch was auch immer ausgelöst, wieder die verborgene Frucht, die still und leise herangereift ist. Vielleicht passen dann die alten Formen des Glaubens nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr die Gemeinschaft, in der der Same einst gefallen ist. Aber wenn Gott will, wird er sich auf seine Weise bemerkbar machen und sich das Wort Gottes doch noch durchsetzen. Die Überschrift vom Sämann trifft es besser als die Geschichte von der vierfachen Saat zu nennen. Denn es ist zunächst eine Geschichte von Gott. Der Sämann, Gott streut sein Wort aus oder ein Glaubender gibt es weiter. Auf den ersten Blick von uns Menschen, auch auf den zweiten oft, bekommen wir Ergebnisse zu sehen. Kein Glaube, großer Glaube, Strohfeuer, tiefer Glaube. Aber wir sind nicht die, die beurteilen oder verurteilen oder uns anmaßen könnten zu wissen, wer wann guter Boden ist. Das weiß Gott allein. Es stehen dahinter die verschiedensten Glaubensgeschichten von Menschen. Jeder für sich spürt es selbst, ob er eine tiefe Beziehung zu Gott hat, weiß, wie sie gewachsen ist und wie sie gereift ist,
und welche andere Zeiten es im Leben gab, welche Hindernisse zu überwinden waren. Und jeder weiß es für sich, ob Gottes Worte ihm zum Leben helfen. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, zeige dich den Menschen, die dich bisher nicht kannten und denen der Glaube an dich fremd war. Zeige dich denen, die einmal von dir begeistert waren und die dich dann verloren haben. Zeige dich denen, die so treu an dir hingen und dann von Zweifeln gequält wurden. Zeige dich all denen, die Not leiden und dich brauchen. Lass uns alle von dir erzählen und in deinem Namen dem Notleidenden zur Hilfe eilen. In der Stille wollen wir vor dich, Gott, bringen, was uns bewegt und was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.